Ja, wir beschäftigen uns zurzeit mit den Sprüchen. Und Martin hat uns letzten Sonntag unter anderem wunderbar aufgezeigt, wie wir mit den Sprüchen umgehen, wie wir sie angehen können, was sie in unserem Leben bewirken können. Wenn du diesen Gottesdienst verpasst hast, empfehle ich dir sehr, das nochmal nachzuschauen. Es ist wirklich eine fantastische Einführung in diese Serie der Sprüche. Heute beschäftigen wir uns mit Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich habe gemerkt, dass ich etwas unterscheide, was anscheinend zu dieser Zeit nicht unterschieden wurde, nämlich Kopf und Herz. Ich habe sogar mal das in meiner Predigt aufgenommen, vom Kopf ins Herz. Das sieht bei mir so aus, die Gedanken, das Denken, der Verstand, die Logik ordne ich eher dem Kopf zu. Und was Gefühle, was Emotionen sind, ordne ich eher dem Herz zu. Und ich glaube, dass das allgemein so verbreitet ist unter uns. So sind auch Redensarten entstanden, wie zum Beispiel, sie war mit dem ganzen Herzen dabei. Oder diese Entscheidung hat er aus dem Herz getroffen. Und es ist für mich auch überhaupt kein Thema, jetzt zu klären, ob das gut oder richtig ist, dass man hier unterscheidet oder nicht. Ich finde es für uns wichtig zu wissen, was hier mit Herz gemeint ist. Das hebräische Wort für Herz lautet Lebab und kommt in der Bibel meistens nur in der Kurzform Leb vor. Vielleicht kommt daher auch der Begriff Lebkuchenherz. Ich zeige euch das in einem Bild. Wie gesagt, habe ich hier die Gefühle gefunden, die bei mir auch dem Herz zugeordnet sind. Aber in diesem Wort Leb, so wie die Bibel vom Herz spricht, ist hier viel mehr drin. Die Gedanken, das Denken ist Teil des Herzens. Die Gefühle auch. Unsere Entscheidungen, die wir treffen, entstehen in unserem Herzen und haben eine physische Auswirkung. Es wird greifbar. Das Herz, nach dem biblischen Verständnis, ist der Kern des menschlichen Wesens. Mir hilft sehr das Bild von einer Frucht oder einer Pflanze. Die ist am Anfang nur ein Same. Und in diesem Samen ist alles drin, was es braucht, damit die Frucht zur Frucht wird. Alles ist in diesem Samen hineingelegt. Das Herz des Menschen ist der Kern des menschlichen Wesens. In ihm ist die Quelle des Lebens. Mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Was ist hier für ein Leben gemeint? Das ewige Leben ist es nicht. Das kommt einzig und allein in und durch Jesus Christus. Er sagt uns im Johannesevangelium 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ewige Leben finden wir nur in Jesus Christus. Hier geht es um das Leben von dir und von mir im Hier und Jetzt. Das, was durch uns, durch unser Leben erschaffen wird. Wir wollen das ein bisschen genauer anschauen. Das ist, dieses kleine Herz ist in der Bibel so groß. Und ich habe uns einige Verse dazu ausgesucht. Die sind sehr herausfordernd, weil sie nicht gerade schmeichelhaft sind für uns. Der erste Vers ist aus 1. Mose 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse, den ganzen Tag. Autsch. Und Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, es gab da eine Situation, wo er sich einmal mehr mit den Schriftgelehrten unterhalten oder gestritten hat. Die Schriftgelehrten haben sich daran gestört, dass gewisse Menschen sich nicht die Hände waschen vor dem Essen. Und sie haben sich darum daran gestört, weil sie der Überzeugung waren,
wenn man sich nicht reinigt vor dem Essen, macht man sich unrein vor Gott. Jesus sagt ihnen dann in einem Beispiel, dass das nicht so ist. Und als er mit seinen Jüngern alleine war, fragen ihn die Jünger, ob er ihnen noch bitte nochmals erklären könnte, was er damit gemeint hat. Und dann sagt Jesus, habt auch ihr noch immer nichts begriffen? Versteht ihr denn nicht, dass alles, was man durch den Mund in sich aufnimmt, in den Magen gelangt und wieder ausgeschieden wird? Er erklärt ihnen hier in die Verdauung. Und dann geht er weiter und sagt, was jedoch aus dem Mund kommt, kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Der Ursprung ist im Herzen. Das Herz ist der Kern des menschlichen Wesens. Von dort aus wird alles geboren. Jesus macht hier ein paar Beispiele und sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken und die Folge davon durch unsere Entscheidungen ist Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das alles, sagt Jesus, entspringt aus unserem Herzen. Das ist es, sagt Jesus, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen essen? Natürlich nicht. Er sagt, nein, das macht ihn nicht unrein. Ich glaube ganz fest, dass unser Herz mal gut war, nämlich im Paradies. Gott hat uns nach seinem Bild erschaffen und hat uns seine Schöpfung anvertraut. Gott hat alles nach seinem Herzen geschaffen und was Gott geschaffen hat, war gut. Doch dann hat sich der Mensch dazu verleiten lassen, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen und hat dadurch eine eigene Vorstellung entwickelt, was gut und was böse ist. Das hätte aber nie sein sollen. Und je länger, je mehr stützte sich der Mensch auf seine Vorstellung, was richtig und falsch, was gut und böse ist, und richtete auch sein Handeln danach. Die Folge davon haben wir bereits gelesen in 1. Mose 6, Vers 5. Nur böse den ganzen Tag. Und das geschah, weil sich der Mensch nicht mehr dafür interessierte, was Gott für gut und böse, für richtig und falsch hält. Der Maßstab, was gut ist, der Maßstab, was gut für dich und was gut für mich ist, ist Gottes Wort. Unser Problem ist, wir haben ein Problem damit, wenn jemand anders uns sagt, was gut und was richtig ist und was schlecht und falsch und böse ist. Und ein noch größeres Problem des Menschen ist, je deutlicher Gott sagt, was richtig und falsch ist, desto deutlicher wird, dass wir es aus uns nicht halten können. Bevor Gott die 10 Gebote gab, sagte er Mose, er solle das Volk daran erinnern, dass er sie aus Ägypten befreit hat und mit ihnen einen Bund schließt. Und wenn sie sich an den Bund halten, dann wird er sie segnen. Sie werden sein Volk sein, vor allen Völkern. Stell dir mal diese Situation vor am Berg Sinai. Mose sagt das dem Volk und eine Begeisterung kommt auf. Sie erinnern sich, was geschehen ist, wie Gott sie befreit hat, alles, was sie mit ihm erlebt haben. Und sie sagen und rufen, ja, das wollen wir. In 2. Mose lesen wir das im Kapitel 19, Vers 8. Das ganze Volk Israel war sich einig. Wir wollen alles tun, was der Herr befiehlt. Kannst du das spüren, diese Euphorie, die da entstanden sein muss, diese Begeisterung aus dem Erlebten und die Überzeugung, ja, wir machen alles, was der Herr sagt. Danach ging Mose wieder auf den Berg und Gott gab ihm die 10 Gebote. Das erste Gebot lautet, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Was hat das Volk gemacht, währenddem, dass Mose dieses Gebot empfangen hat? Sie haben sich ein goldenes Kalb gießen lassen und haben es angebetet. Im selben Augenblick. Je deutlicher, dass Gott sagt, was richtig und falsch wird, desto deutlicher wird klar,
dass wir das nicht aus uns halten können. Und dieses Problem ist heute noch genau das gleiche wie dazumals. Das Gesetz hat genau das sichtbar gemacht, dass wir aus uns heraus vor Gott nicht bestehen können. Aber die gute Nachricht ist, Gott hat dafür eine Lösung geschaffen. Unser Herz muss von Grund auf erneuert werden und Gott selbst sorgt dafür, weil er sich nach uns sehnt, weil er voller Gnade und voller Barmherzigkeit ist. Wir lesen gemeinsam Hesekiel 36, Vers 26. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Gott hat zu Adam und Eva gesagt, wenn ihr von der verbotenen Frucht isst, werdet ihr sterben. Adam und Eva sind nicht in diesem Sinne gestorben, wie wir uns den Tod vorstellen. Aber was passiert ist, ihr Herz wurde versteinert, ihr Geist ist gestorben. So sieht Gott den Menschen, der durch die Sünde von ihm getrennt ist, ein versteinertes Herz und einen toten Geist, der neu belebt werden soll. Und Gott möchte dies neu beleben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Gott ist die Quelle des Lebens. Er möchte Leben schaffen in dir und in mir und in jedem einzelnen Menschen. Und diese Erneuerung geschieht durch den Glauben an Jesus Christus. Gott selbst wurde Mensch und hat die ganze Schuld und die ganze Strafe, die auf dieser Schuld liegt, auf sich genommen und ist dafür am Kreuz gestorben. Doch damit nicht genug. Jesus ist auferstanden, der Erste der neuen Schöpfung, so dass auch wir mit ihm, in ihm und durch ihn jetzt schon neues Leben haben können. Zwar noch in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Die beste Art und Weise, wie wir unser Herz schützen können, ist, indem wir es immer wieder Gott hinhalten und von ihm prüfen lassen. Denn Gott selbst hat gesagt in 1. Samuel 16, Vers 7, das ist Gott, der hier spricht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Wir schauen auf das Sichtbare. Ich dagegen, sagt Gott, schaue jedem Menschen ins Herzen. Das Herz ist der Kern des menschlichen Wesens. Gott möchte in den tiefsten Kern deines Lebens. Und David drückt das so aus im Psalm 139, Vers 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Diese Art, vor Gott zu kommen, ist nicht immer ganz einfach. Denn wenn wir es zulassen, zeigt Gott uns auf, wie es in unserem Herzen wirklich aussieht. Ich selbst bin mal ziemlich erschrocken, als ich das als erste Mal erlebt habe und Gott mir in einem bestimmten Thema aufgezeigt hat, wie es wirklich in mir aussieht. Aber wir dürfen dabei nie vergessen, dass Gott immer unser Bestes im Sinn hat. Gott belässt es nie dabei, uns aufzuzeigen, was nicht gut ist. Er ist immer darum bemüht, zu zeigen, was er für dich bereithält. Gott erzieht uns so, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit haben. In den Versen vor diesem Vers 23, bei dem wir uns befinden, Sprüche 4, 23, können wir sehen, wie wir das angehen sollen. Und als Eselsbrücke dazu hilft uns der Spruch, Achtung, dieser Spruch kommt nicht aus der Bibel, aber wir haben ihn alle als Kinder gelernt, als wir gelernt haben, über die Straße zu gehen. Schau, höre,
laufe. Reni hat das in seiner Predigt im Legacy-Gottesdienst aufgegriffen. Daher habe ich die Idee. Und ich verbinde sie mit der Idee von Martin vom letzten Sonntag, mit diesen drei Ebenen, die er uns aufgezeigt hat. Ich lese uns Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, achte auf meine Worte und neige dein Ohr zu meiner Rede. Schritt 1, hören. Höre hin. Höre auf das Reden Gottes. Daraus kann Erkenntnis entstehen. Martin hat das letzten Sonntag in dieser Ebene formuliert mit einer Erkenntnis, einer Strategie, einer Vision. Was wir tun können, ist als erstes hören. Neige dein Ohr zu meiner Rede und höre. Vers 21. Behalte sie im Auge. Wenn du Gottes Wort hörst, lass das nicht an dir vorbeiziehen. Wenn der Gottesdienst fertig ist und Gott hat zu dir gesprochen, lass es nicht mit dem Montag und Dienstag an dir vorbeigehen. Halte es fest, entscheide dich dazu, darauf zu schauen. Behalte sie im Auge. Unabhängig von allen Umständen und Verlockungen, entscheide dich auf das Wort Gottes, was du gehört hast, zu schauen. Vers 21, behalte sie im Auge, bewahre sie im Innersten deines Herzens. Dort möchte Gott hin. Wir bewahren Gottes Wort, was wir gehört haben. Wir halten es uns vor Augen. Wir entscheiden nur darauf zu schauen und wir lassen Gott in unser Herz. Prüf mich und erkenne, wie ich es meine. Warum sollen wir das tun? Das steht in Vers 22. Denn sie sind das Leben für alle, die sie finden. Das geschieht. Es entsteht Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Aus unserem Herz heraus. Und als wäre das noch nicht genug, steht im Vers 22 noch, denn sie sind das Leben für alle, die sie finden, und gesund für ihren ganzen Körper. Was für eine gewaltige Wahrheit. Wir hören, wir halten es uns vor Augen, wir bewahren das Wort in unserem Herzen und lassen etwas wachsen, etwas geboren werden, was von Gott kommt. Ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Es gibt noch ein anderes Bild in der Bibel, das genau diesen Mechanismus aufzeigt. Wir sind die Rebe und Jesus ist der Weinstock. Jesus sagt, bleibt in mir. Aus dem Weinstock entsteht die Frucht. Mit uns, an uns, durch uns, aber immer nur, wenn wir verbunden sind mit dem Weinstock. Paulus betet im Epheserbrief 3, Vers 17. Es ist mein Gebet, dass Jesus Christus aufgrund des Glaubens in eurem Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das Herz ist der Kern des menschlichen Wesens. Jesus möchte den Platz in deinem Kern einnehmen, damit unser Leben ihn widerspiegelt. Behüte dein Herz, indem du auf Jesus schaust, in jeder Lage, in allen Umständen und zu allen Zeiten. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Amen.